Peace Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich mache mich heute nochmal fertig mit euch. Ich habe jetzt eigentlich keinen besonderen Anlass, warum ich mich fertig mache. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar TikToks drehen und dafür machen wir uns jetzt fertig. Also ich fange auf jeden Fall jetzt erstmal mit meinen Haaren an. Und ich brauche jetzt erstmal meinen Stehkamm. Ich benutze diesen hier, der ist eigentlich von meiner Mutter. Danke Mama. Und kämme die erstmal so ein bisschen durch, weil die sind eigentlich schon glatt, aber hier wie hier zum Beispiel. Da kämme ich die Knoten dann lieber mit dem hier raus. Ich mache jetzt hier mit meinen Haaren, das ist der To Glow Dyson. Und ich mache jetzt, also ich bin am überlegen, ob ich mir Locken mache, weil die halten nicht unfassbar lange, weil ihr dürft, wenn ihr den benutzt, dürft ihr davor nicht eure Haare geglättet haben. Weil sonst gehen die Locken schnell raus. Also ihr müsst den eigentlich direkt nach dem Duschen benutzen, dann halten die Locken auch länger. Nur meine Haare sind halt jetzt schon hier Dings geglättet. Und deswegen weiß ich nicht, ob das so Sinn macht. Ja, nee, ich wollte das professionell machen, wird doch nichts. So. Und auf der anderen Seite auch. Und dann habe ich die hier. Dann Strähne, dann wickle ich das rum und ihr checkt schon, guckt einfach. So, und dann sind die so gedingst. Checkt ihr, was ich meine? Und das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Und dann nehme ich mir die. Und ich nehme einen großen Lockenwickler, weil wenn ich einen kleinen nehme, werden meine Cotton Bangs immer richtig hässlich. Und dann packe ich die zusammen, drehe die einmal hier so in der Mitte und dann drücke ich das Ganze stramm hoch. So, dann sieht das so aus. Wow! Toll. Scheiße, so müsst ihr jetzt mich das ganze YouTube-Video lang sehen. Ich packe hier dann immer so Spangen dran und... jetzt mache ich, also hier sind immer noch so kurze Strähnen und die style ich auch. Meine Stimme. Die style ich auch, aber da brauche ich jetzt mein Glätteisen. Ich zeige euch das einmal. Also, ich benutze das Glätteisen von Remington und ich komme damit so gut klar. Also, das ist richtig krass. Und jetzt muss ich eben warten, bis das heiß wird. Und dann... zeige ich euch das schon mal. Nehme ich mir hier diese kurze Strähne. Erstmal die kürzeste. So. So soll das sein. Checkt ihr. Und das Ganze mache ich jetzt komplett hier vorne. So aus. Also die gehen einfach so ein bisschen rein. Keine Ahnung, ich mag das irgendwie. Und ich glaube, wir machen jetzt weiter mit... mein Make-up. Kurz zum Thema Karneval. Ich fange schon mal an. Ich mache jetzt erstmal meine Skincare. Und, oh Leute, ihr glaubt es nicht. Ich habe diese, wie heißt die nochmal? Bum-Bum-Creme. Habe ich jetzt auch, weil ich bin ein Mitläufer. Nein, Mama war ja auf dem Event von Douglas und hat die mir die mitgebracht. Die ist richtig toll. Ich hatte die jetzt schon einmal über Schule drauf. Also ich habe mir die für die Schule drauf gemacht. Ungelogen, selbst als ich nach Hause kam, habe ich immer noch nach dieser Creme an meinen Arm gerochen, weil ich creme immer meine Arme damit ein. Und es hat immer noch nach dieser Dingscreme gerochen. Dafür mache ich jetzt einfach meine Skincare. Und ich benutze ja eigentlich sonst immer diesen hier. Aber den habe ich heute Morgen schon benutzt. Deswegen benutze ich jetzt die Sachen, die ich heute Morgen nicht benutzt habe. Ich benutze jetzt erstmal das Ordinary Serum. Ah, zurück zum Thema Karneval. Im Karneval gehe ich ja als Mario und ich habe das Kostüm noch gar nicht anprobiert. Also ich habe zwar jetzt das Outfit, aber ich habe es noch gar nicht anprobiert. Ich freue mich richtig doll auf Karneval. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, als was ihr euch am Karneval verkleidet, weil ein paar aus meiner Klasse machen zum Beispiel gar nichts. Ich habe diese so angeguckt. Ich so, was hast du gerade gesagt? An Karneval kommt dann auch meine Freundin, die Fiona. Und dann machen wir uns so richtig geil am Samstag zusammen fertig.
Da freue ich mich so sehr drauf, weil mit Freunden fertig machen ist so geil. So, ich benutze jetzt diese teure No Cosmetics Creme und dazu habe ich eine Story. Die kostet ja 16 Euro, die Creme, ne? Und ich war mit Freunden in der Stadt und dachte mir so, komm, ich sehe die ja schon so oft auf meiner For You. Ich kaufe mir die jetzt einfach. Habe ich dann auch gemacht, ne? Und dann sind wir mit dem Zug gefahren und Leute, ich habe diese Kack 16-Euro-Creme einfach im Zug liegen lassen. Ich habe 16 € einfach in den Müll geschmissen. Das hat mich so abgefuckt. Weil erstens kostet die 16 € und zweitens, ich war schon richtig hyped, die auszuprobieren. Und jetzt habe ich mir sie neu geholt. Die habe ich mir letztens geholt. 16 €. Leute, es gibt so einen Trend, den habe ich jetzt öfters mit meiner Frau Jo und ich will den unbedingt am Wochenende mit einer Freundin machen. Diesen hier, wartet. Es lädt gerade nichts. Scheiße. Nochmal. Ich finde den so geil. So als, also erstmal so, ne? So süß, dies, das. Und dann einfach als Mann verkleiden. Und meine Augenbrauen habe ich schon so gelassen. Also, weil ich habe mir die für die Schule schon gemacht. Deswegen lasse ich die jetzt auch so. Ich glaube, ich umrande die jetzt nur, weil da habe ich gerade voll Bock drauf. Und hart ein, nämlich so ein von Maybelline New York und der hat so eine Spitze. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ne? Ist zwar nicht ganz meine Farbe, aber ich glaube, das sieht man gar nicht. So krass. Also erstmal, ich habe ja, meine Augenbrauen gehen ja nicht runter, sondern zur Seite. Und erstmal habe ich die ganz normal ausgeführt und auch hier, also meine Augenbrauen gingen so und dann habe ich einfach so, dieser kleine Wubbel war, habe ich einfach ohne Strich gemacht. Also hier ging dieser Wubbel so und da habe ich einfach einen Strich gezogen und das dann ausgefüllt. Und dann habe ich mit so einem Pinsel und diesem Concealer die Augenbrauen einfach komplett umrandet. Und jetzt sehen sie so aus. So, auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit meinen Wimpern. Wie ich meine Wimpern mache. Also ich benutze zwei Wimpernzangen und ein Feuerzeug. Und dann benutze ich diese Wimperntusche von Catrice Glam & Doll in Türkis. Und für meine Spitzen diese hier von Catrice. Und ich mache das so, ich mache diese hier von Catrice jetzt warm mit dem Feuerzeug, biege die und gehe, wenn meine Wimpern gut gebogen sind, mit der nochmal drüber. Dann benutze ich die und tusche meine Wimpern ganz normal und die benutze ich am Ende nochmal, um meine Spitzen zu tuschen. So. Und das halte ich jetzt erstmal so ein bisschen gedrückt und wiederhole das so lange, bis ich meine Wimpern hoch genug finde. Jetzt benutze ich diese Wimpernzange und mache die auch nochmal warm. So Leute, und dann seht ihr ja, es verbinden sich so Wimpern. Und da nehme ich jetzt so eine Wimpernzange hier. Das ist keine Augenbrauenzange, das ist eine Wimpernzange und klebe meine einzelnen Wimpern aneinander, sodass die nicht so einzeln nach oben gehen, sondern dass die auch ein bisschen geklebt sind. Und dann sehen meine Wimpern so aus. Toll. Die trocknen jetzt aber noch. Sind fertig und jetzt kommen wir zu meiner Base. Auf jeden Fall benutze ich jetzt meine beiden Glowy-Dinger hier. Ich mische immer Catrice mit Flawless Filter. Ein super Kombo. Erstmal nehme ich hier mein Catrice Dings. Und das mache ich überall hin. Und den Flawless Filter mache ich aber nur auf den Wangen noch so ein bisschen hin. So, dann sieht das so aus. Und das verblende ich jetzt mit so einem Beauty Blender und Wasserspray, Leute. Ich habe morgen auf jeden Fall, was habe ich morgen? Sport, die ersten beiden. Dann habe ich
Lernzeit, also das ist so, Lernzeit ist so, wo man dann einfach, wo wir einfach frei arbeiten können. Und dann habe ich WP, also Kochen, aber da habe ich morgen Vertretung, das weiß ich schon. Und dann habe ich GL, also Geschichte. Und jetzt als Concealer benutze ich erstmal in der Farbe 10 diesen hier von Fit Me. Leute, ich liebe die über alles. Und ich mag das, wenn meine Base einfach ein bisschen dunkler ist. Und den mache ich aber nicht unter meinen Augen, sondern nur so auf Kinn und so. Also hier, 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 hier. So. Und das verblende ich jetzt und dann geht's weiter. Jetzt meine Base sehr glowy. Und jetzt benutze ich für unter die Augen diesen Concealer von Revive Lost Me. Und mach so und so. Übrigens, Leute, das Make-up, was ich gerade mache, ist nicht mein Alltags-Make-up eigentlich. Eigentlich mache ich Alltags-Make-up immer ein bisschen weniger. Auch nicht meine Augenbrauen so eigentlich. Nur ich habe gerade Bock, mich ein bisschen krasser zu schminken. So, auf jeden Fall verblende ich das jetzt und ich verblende das nur auf einer Seite und direkt auf der Seite mache ich dieses Puder hier von Revive Lost Me. Das ist Baba. Ich finde, das ist ein bisschen dupe vom Huda Beauty Puder. Ja, genau. Also, verblenden. Und ich mag das auch, wenn ich diese Linie hier habe. Deswegen habe ich ja hier noch Concealer. Und das benutze ich jetzt für diese Linie hier. So, dann nehme ich hier meinen Schwamm hier. Die habe ich jetzt von Shein. Und pack das direkt hier hin, auch besonders unter die Falten. So, dann nehme ich auch noch hier so ein bisschen und mache diese Linie hier einfach so noch mit Puder nachziehen. Und dann mache ich das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt geht es weiter mit Contour und da benutze ich, da habe ich heute richtig Bock drauf, einfach mal diesen hier. Das ist dieser Concealer von Essence. Und ich habe den aber noch nie als Concealer benutzt, sondern wenn dann als Contour. Das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Ich glaube, heute ist der Tag, wo ich das wieder machen werde. Ich hoffe, dass es jetzt nicht reinscheißen wird, weil der ist eigentlich schon sehr stark. Und ich mag das nicht, wenn Bronzer so stark ist. Aber ich nehme jetzt erstmal einfach diesen Pinsel hier. Erstmal sauber machen. Guck mal, wie krass meine Augenbrauen geworden sind. Richtig gut, ja. So, aber eigentlich ist es okay. Es sieht nicht so scheiße aus. Ich ziehe halt gleich unten noch hier diese Linie mit Puder, ne, damit das nicht so fleckig aussieht. Ich mache jetzt einfach mal auch hier oben. So, Strich. Aber auf der Stirn müssen wir auch braun sein, ne? Jetzt kommen wir zu Blush. Und da habe ich jetzt mehrere Auswahl. Einmal den hier oder so einen flüssigen. Den habe ich auch noch nicht probiert. Und einer ist noch bei Mama. Ich bin mir nicht sicher. Ich benutze den, oder? Ne, ich benutze Herz. So. Also, das ist ja dieses Herzdings. Meinst du jetzt von Action? 1,20 oder so habe ich bezahlt. Ja, reingeschissen. So. Ich verblende die dann direkt. Ich benutze immer erst flüssigen Blush und dann Puderblush. Gleich mache ich es auch noch auf der anderen Seite. Etwas für mich. Ich habe eine Überraschung. Mama, du laberst. Ich schwöre, ich habe eine Überraschung. Ja, aber dann irgendwas Ekliges. Willst du die haben oder nicht? Ja. Mama. Guck mal, was da drauf steht. Oh, wie süß. Leute, guckt mal. Guck mal, was da drauf steht. Die einzigste Freundin, auf die ich mich zu 100% verlassen kann, die mich durch niemanden ersetzt. Ich bin immer für dich da. Danke, Auch wenn du mich Mama. nervst.
Aber Leute, ich bin nach wie vor, so sehe ich aus seit Tagen. Boah, Mama, guck mal, die Augen sind krass geworden, ne? Ja. Man muss hier zupfen. Ja, ich weiß, schon heute Abend. Und ich habe noch eine Überraschung für dich. Wir sind Sonntag auf eine Eröffnung eingeladen. So sieht der Blush jetzt aus. Und jetzt kommen wir zum Bacon. Zum Bacon benutze ich jetzt, also ich mache jetzt erstmal, glaube ich, ein bisschen Concealer da unten hin, weil das ist echt schon sehr fleckig gerade ein bisschen da unten. Und dann benutze ich jetzt einfach wieder diesen Pinsel, den ich auch für meine Augen benutzt habe. Zum Bacon benutze ich jetzt festes Puder, nämlich dieses hier von Essence, dieses Banana Puder. Ich schwöre auf dieses Puder, Leute. Das ist so gut, ne? Auf jeden Fall benutze ich jetzt hier wieder so einen Schwamm. Gehe da rein und ziehe mir hier diese Linie nochmal nach. So. So in etwa. Und auch hier an meiner Nase. So, Leute. Ey, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich auf den Sommer freue, ne? Weil im Sommer, also jetzt im April oder Mai, kaufe ich mir auch meinen E-Scooter. Also da steht safe schon mal fest, dass ich mir meinen E-Scooter kaufe. Ja, könnt ihr mal mir gerne Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt in den Urlaub, in den Sommerferien in den Urlaub fliegt. Weil wir fliegen ja in den Urlaub. Nämlich in die Türkei. Und da freue ich mich auch schon unfassbar drauf, weil wir mit der ganzen Familie fahren. Und das ist immer so witzig. Und ja, schreibt mir wie gesagt mal gerne in die Kommentare, ob ihr in den Urlaub fliegt. Ich benutze jetzt Pudersachen. Nämlich benutze ich jetzt diesen Bronzer hier von Trend It Up. Und mache den einfach nochmal wirklich so ein Prinzip bisschen drüber. Das war's schon, Mensch. Und jetzt nehme ich mir noch so einen kleinen Pinsel. Und das mache ich auch nur, also ich gehe dann hier in so eine weiße Farbe rein. Weil ich schwitze hier oben irgendwie immer. Mach da dann einfach noch so ein bisschen Puder hin. Und Leute, ich will ja jetzt mehr YouTube-Videos drehen und kann aber ja nicht immer dasselbe drehen. Deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von mir so gerne sehen wollt. Also muss auch nicht immer alles mit Schminke zu tun haben. Zum Beispiel eine Sache, die ich drehen wollte, ist unbedingt so eine Asia Candy Challenge, also wo ich so asiatische Süßigkeiten ausprobiere. Das finde ich richtig geil. Aber das machen wir safe mit der Familie zusammen. Hätte ich richtig Bock drauf und schreibt mir sonst mal gerne so, was ich noch ausprobieren kann. So, auf jeden Fall mache ich jetzt noch Blush und ich mache immer, egal welchen Blush ich benutze, ich mache immer am Ende noch diesen Blush drüber. Der ist von Essence, hier der, ich habe den in der Farbe 30. Und dann nehme ich mir so einen Pinsel. Ich habe keine Ahnung, woher die sind. Die habe ich mal geschenkt bekommen, aber auf jeden Fall mache ich den jetzt noch drauf. Weil, Leute, ich liebe Blush über alles. Also, ehrlich. Mensch, ich mag das. So. Jetzt mache ich, benutze ich dieses Puder hier. Und benutze hier so ein Pinsel, der so eine flache Fläche hat. Und gehe über alles drüber, wo ich nicht glänzen will. Mache auch hier schon mal das Puder weg. Nur nicht, damit mein Make-up auch super duper hält. So. Jetzt geht's weiter mit Highlighter. Ich glaube, der ist von Catrice, der auch früher schon so unfassbar im Hype war. Boah, ich mag das gar nicht, hier um Nase zu schwitzen. Ich mag das da gar nicht. Auf jeden Fall benutze ich jetzt diesen hier. Und benutze jetzt erstmal so einen Pinsel hier. Und mache das auf meine Wangen. Ich liebe es zu glitzern. Leute, das ist einfach super. Und jetzt nehme ich diese Seite hier vom Pinsel. Gehe damit auf meine Nase.
und enden. So, Leute, dann sind wir richtig schön am Glitzern. Und das Letzte, was ich jetzt noch mache, ist meine Lippen. Ich nutze jetzt natürlich 94F Lip Liner. Und ich hole mich den immer so richtig krass. Damit der nicht zu stark ist, weil ich mag das nicht, wenn er so stark ist. Und dann nehme ich hier diesen Lipgloss von Catrice. Und trage den mir auf meine Lippen auf. Und jetzt machen wir meine Haare auf. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Knick, ne? Aber hier, geil. Ah, ne, doch nicht. So, und jetzt machen wir hier meinen tollen Dings auf. Wow, crazy, okay. Doch, so ist gut. So, ich mache da jetzt auf jeden Fall noch Haarspray rein. Auch um dieses hier jetzt wegzubekommen. Boah. Geil, in mein Face rein. So, Leute. Was mit dem YouTube-Video? Mein Make-up ist fertig und ich habe jetzt noch mal meinen Lockenwickler reingemacht, weil die ein bisschen kacke aussehen. Und das war's auf jeden Fall. Ciao.